Grüßt euch, willkommen. Ihr seht hier den Golf stehen. Da habe ich ja letztens das Hydroaggregat ausgebaut und weggeschickt zum Reparieren. Und 3 Tage später ist es jetzt wieder zurückgekommen. Mit einer schönen Rechnung dabei. Na, hat 199 Euro gekostet. Und habe noch gar nicht reingeguckt. Das ist das Originale. Da war ja der Fehlercode Bremsdrucksensor. Und den hoffe ich jetzt, dass sie den irgendwie neu gemacht haben. Keine Ahnung, wo der genau sitzt. Ne, was da genau kaputt geht, ist mir auch egal. Hauptsache, das funktioniert jetzt wieder. Und das werde ich jetzt da wieder reinfummeln. Und danach, ja, entlüften. Und ich glaube, zum Entlüften, da brauche ich auch den Tester. Sonst kriege ich da nie die Luft aus dem System. Ne, das war ruckzuck, also ich habe es abgeschickt. Am Freitag und das war am Mittwoch schon wieder da. So, das Hydroaggregat ist wieder drin. Ist eine fummelige Arbeit, aber geht alles irgendwie. Jetzt mache ich wieder neue Bremsflüssigkeit rein. Ich habe mit der Firma telefoniert, die das repariert haben. Und da habe ich ihn gefragt, wieso sowas kaputt geht. Und da meinte der, ganz oft liegt es daran, dass die Bremsflüssigkeit einfach nicht oft genug gewechselt wird. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja, dann ist da halt viel Wasser drin und dann habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn die Bremsflüssigkeit alt ist, dann ist die so grün. Ne, dann sieht die aus wie so Moorwasser. Ja, und dann fängt das halt da an zu rosten und dann bewegen die sich die Ventile halt nicht mehr so gut. Ne? Also am besten immer alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit erneuern. So, da das für euch ein bisschen langweilig ist, entlüften wir jetzt alleine und sehen uns wieder, wenn es vollbracht ist. Entlüftet ist er, Bremsdruck ist gut. Ich mache jetzt die Räder schnell drauf und dann stöpsel ich das Auslesegerät nochmal an. Wir mussten den mit dem Tester entlüften. Ne, da gibt es so ein Programm, dann steuert er das Hydroaggregat an und sonst kriegt man das, glaube ich, gar nicht entlüftet. Auf jeden Fall mache ich jetzt die Räder drauf und dann lesen wir den mal aus, ob der Fehler weg ist. Noch ist die ESP-Lampe an. Ach, warum kommt denn da nichts? Ich glaube, der hat da gar keine Verbindung. Jetzt aber. Komm, 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 komm. So, Schnelltest. Alles einmal auslesen. So, und einmal alles löschen. Ja, Lampe leuchtet immer noch und dieses Lenkrad auch. Das kann aber sein, weil das ABS-Teil stromlos war. Also ich muss jetzt einmal damit fahren. Oder manchmal reicht auch, das Lenkrad einmal komplett zu drehen. Aber bei dem Golf weiß ich, da funktioniert das nicht. Nee, ist immer noch an. Nee, da muss ich mal eine Runde fahren. Und dann hoffe ich, dass die Lampe ausgeht. Ich lese jetzt nochmal aus, ob der Fehler wirklich weg ist, weil der war ja vorher permanent. Bremsen, Elektronik, kein Fehler. Top. Also hat es ja wohl was gebracht. Ich muss jetzt so eine Runde fahren, einmal so über 20 km/h kommen und dann geht die Lampe aus. So wollen wir das haben, oder? Lampe ist aus. Gut. Jetzt können wir damit zum TÜV. Und dann hoffe ich, dass er nicht noch 10 Sachen findet. Aber er hat das letzte Mal schon geguckt. Dann geht's jetzt weiter. Jetzt hole ich das nächste Auto rein. So, seit 2 Monaten mal wieder gefahren mit dem Auto. Und nach 30 Kilometern endet das so. Ich stehe jetzt hier in der Pampa. Und er läuft wie ein Sack Nüsse. Absolut keine Leistung mehr. Die Motorkontrolllampe blinkt. Und der
fährt auch nicht, also irgendwie in so einem Notlauf, fährt 80 oder so. Nee, der fährt nur noch 30. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich hier wegkomme. So, Auto habe ich hier hingeholt, läuft nur auf 3 Zylindern. Das lässt sich einfach nicht ändern. Ich habe jetzt hier einige Sachen schon gemacht, ohne dass ihr dabei wart. Ich habe nochmal auf den 3 Zylindern, also der sagt Bank 1, abgeschaltet. Dann habe ich da nochmal auf der Bank 1, heißt erste bis dritte Zylinder, alle Einspritzdüsen getauscht. Hat nichts gebracht. Gut, dann habe ich die Zündspulen alle mal getauscht. Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, also irgendwas ist doch hier im Argen. Dann habe ich mich ein bisschen im Internet schlau gemacht und dann habe ich rausgekriegt, der Fehler mit dem Fehlercode, der passt dazu, dass das Motorsteuergerät kaputt ist. Wie kann das denn sein? Ich fahre das Auto steht 2 Monate, ich fahre damit auf der Autobahn und nach 10 Minuten, bumm, 3 Zylinder abgeschaltet. Dann habe ich das Motorsteuergerät da rausgerupft, habe es mir einmal angeguckt, habe nichts gesehen, ich habe auch nicht richtig drauf geguckt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, komm, dann muss es geprüft werden. Dann habe ich es weggeschickt zum Prüfen und ich schicke im Moment nur Steuergeräte weg. 2 Wochen später kam es zurück und tatsächlich haben die gesagt, mehrere Fehler auf der Platine haben sie repariert. Hat 350 Euro gekostet und jetzt soll es funktionieren. Ich baue es jetzt einfach ein und ich probiere es aus. Also ich hoffe es, dass es funktioniert. Haben sie auch schön versiegelt, dass da keiner wieder dran rumfummelt. Kann aber wirklich nicht wahr sein, oder? Das ist doch auf einmal, zack, bumm, kaputt. Ihr wisst ja, ihr kennt ja hier die Videos zu dem Auto, was hier alles schon dran war. Ist egal, ich baue das jetzt ein und dann hoffe ich, dass der läuft. Und danach ist er zu verkaufen. 10er muss er bringen mittlerweile, also da ging schon so viel rein. 10.000 muss ich da wirklich haben. Hier ist sogar ein Lüfter mit drin, ne? Deswegen ist das hier so ein bisschen dicker. Ne? Da ist ein Lüfter, der kühlt das Steuergerät. Im Sommer oder wenn es mal richtig heiß ist. So, ich werfe mal an, ne? Ihr hört genau zu. Tatsächlich, war das Steuergerät. Also man steckt einfach nicht drin, ne? in den Teilen. Wie kann das Auto vom Stehen kaputt gehen? Ja, das Steuergerät sitzt so schön da drin verbaut, da rappelt auch nichts. Es wird schön gekühlt. Warum geht's kaputt? Und wahrscheinlich, wenn ich den irgendwo in die Werkstatt gebracht hätte, die hätten dann wahrscheinlich ein paar Wochen gesucht und nichts gefunden und hätten das Motorsteuergerät vielleicht neu gemacht. Und ich möchte nicht wissen, was das bei BMW neu kostet. Ich baue den jetzt wieder zusammen und dann fahre ich eine Runde. So, den Porsche, den habt ihr ja vermisst, oder? Guckt euch das an. Wie sauber der ist, wie trocken der ist. Der stand jetzt draußen 2-3 Wochen, ich weiß gar nicht wie lange. Der stand im Regen, der stand im Schnee.
Nix, komplett trocken. Ne, das war doch gute Arbeit, oder? Trotzdem, wir sind den ein paar Mal gefahren. Also ich habe ein großes Inspektionspaket bestellt. Das sollte jetzt die Tage kommen, weil hier ist einfach noch einiges zu machen. Ne? Der springt halt schlecht an. Ich glaube, das sind auch die Zündkerzen. Oder was heißt, der springt schlecht an? Also der orgelt so ein bisschen länger. Der ist auch erstmal nicht zu verkaufen. Ne? Da haben mich so viele Leute gefragt wegen dem Auto. Also hört jetzt auf, mich zu fragen, warum soll ich immer alles verkaufen? Der muss erst fertig sein. Und wenn er zu verkaufen ist, dann sage ich auch schon Bescheid. Die Motorkontrolllampe ist auch angegangen. Und ich glaube, wir können den jetzt mal auslesen. Hier piept schon wieder alles. Sieht doch immer besser aus, wenn die Haube auf ist. Hier muss ganz dringend das Öl raus. Und einmal wirklich so Keilriemen und... Obwohl ich gar nicht weiß, wie man da drankommen soll. Ne, und alle Filter einmal. Wenigstens Luftfilter. Wo ist überhaupt hier der Luftfilter? Ja, wird man schon finden, ne? Zündkerzen auf jeden Fall, damit ihr mir das auch glaubt. Ah, wie kommt man hier schlecht rein? Ne? Ein bisschen leiser hier. So, ein bisschen krumm hier alles. Jetzt springt er wieder gut an. Der muss nur einmal laufen, richtig. Ne, Motorlampe an, getankt werden muss. Wer weiß auch, wie alt der Sprit ist. Porsche, Porsche, Porsche. Übrigens, da waren ein paar Leute dabei, die haben mir 2000 Euro geboten für das Auto. Da habe ich gesagt, so viel nicht. Das ist ja ein Wucherpreis. Also der hat den jetzt gescannt und hat jetzt VW gefunden. Da machen wir einen VW, oder? Geht auch. Motorelektronik, schon 2 Fehler. Irgendwas brummt hier auch wie eine Spülmaschine. Mach mal ein bisschen schneller, oder? Ist kalt, ne? Was der damals neu gekostet hat, ne? Vielleicht weiß das einer. Also ich würde sagen, bestimmt 80.000, oder? Irgendwie passiert da nicht viel. Stellt dein Telefon? Ha! Lambda-Sonde Bank 1. Ja, da kommt man gut ran. Hier sitze. Ist es sporadisch oder ist es permanent? Ich lösche mal. Gelöscht. Das lese ich nochmal aus. Ha, ist raus. Dann muss das mal beobachtet werden. Ja, das Auto stand. Der steht nur. Der steht sich platt. Der muss angemeldet werden und gefahren werden. Aber um angemeldet werden zu können, braucht er TÜV. Und der ist leider schon einen Monat abgelaufen. Deswegen machen wir den jetzt hier irgendwie fertig. Nicht irgendwie, sondern ich bestelle Teile. Inspektionsteile, dann bestelle ich die Bremse vorne, also die Belege zumindest, die sind ganz schön abgefahren. Die Scheiben, die sind eigentlich noch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was die Teile kosten, also muss ich mal gucken, aber ich hoffe nicht, dass die auch so teuer sind wie hier so ein gebrauchter Scheinwerfer. Ich bestelle mal ein bisschen und dann seht ihr einfach den Rest im nächsten Video. Das war's dann hiermit und tschüss.